Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Oh nee, wartet mal. Wayfail FTW. Ich hab das Jampad schon wieder nicht eingesteckt. Wartet. So, hat man mit Sicherheit auch schön gehört, den Sound. Nochmal für alle, die diesen Bug haben. Ja. Ich hoffe, dass das jetzt klappt. Wenn nicht, muss ich das Spiel nach der aktuellen Folge nochmal neu starten. Ich habe mir den... Ja doch, die Markierung habe ich mir gesetzt. Wenn ihr dieses Problem habt bei San Andreas und auch bei Vice City, dass die Maus nicht funktioniert, dann... Ja, wenn sich die Maus halt nicht bewegt, steckt ein Gamepad ein. Ja, raus mit dir aus meinem Auto, du Elende. Sorry erstmal für diese Übersteuerung in den letzten zwei Folgen. Ich fand, das war übertrieben zu laut. Also, das war ja richtig schrecklich. Hier gibt's den Desert Eagle. Den hole ich mir mal eben, weil wir brauchen ja generell neue Waffen. Und sonst was, also... Und hier auch noch ein paar Dollars, auch wenn es nur 130 Dollar waren. Weil wir haben ja zwar die Mission Pier 69, die haben wir zwar geschafft, aber halt, ne, trotzdem gestorben. Und da ist es besser, wenn wir uns jetzt erstmal wieder neu mit Waffen und Schutzweste und allem Bipapo eindecken. Das machen wir jetzt erstmal. Wie gesagt, Sound ist wieder ein bisschen leiser. Es tut mir wirklich leid, wenn es zu leise ist, aber das in den letzten zwei Folgen, bah, das ging ja gar nicht. Suburban, ach, das ist auch so ein, hier so ein Hippie-Laden. Da ist ein Würstchenverkäufer. Mal ganz interessant, sich hier die ganze Gegend anzugucken. Und da hätte ich reingemusst, verdammt. So. Halt, nee. Einen weiter muss ich noch. So, und hier haben wir den Waffenladen. So, dann kaufen wir uns erstmal wieder allerhand Gedönse. Ein richtiges Maschinengewehr muss ich mir ja auch kaufen. They all lost their serial numbers. Gewehrpräzisionsgewehr, verdammt. So, Granaten brauche ich dann. Perfect for killing. Pure and simple. Perfect for killing. So. Da ein paar von. Oder erstmal nur die 5. Ich guck gleich erstmal. If the cops ask, you didn't get it here, okay? Nein, ich habe von dir gar nichts bekommen, wenn einer fragt. SMG, nein. Eine Schutzweste. Works well in a crowded area. Wurfwaffen war nur das Scheiß, ich könnte auch Molotows hier kaufen. So. Die Sachen haben wir jetzt und jetzt geht's wieder ab. Ja. Schade, damit klappt's nicht. Naja, das machen wir jetzt noch ein bisschen. Na, ein bisschen haben wir noch. Können diese Schießstandübung eigentlich auch mal machen, aber... Wollen wir das echt mal machen? Nee, heute nicht. Heute machen wir das nicht. Das machen wir ein andermal. So, Munition ist wieder reichlich da. Heißt, wir können erstmal zurück zur Baustelle, zur Garage. Ja, und da speichern wir einmal kurz und dann geht's ab mit Torinos Last Flight. Sind wir nämlich mit dem Teil auch fertig. Und dann, na, dauert's eigentlich auch nicht mehr lange, bis wir aus San Fierro auch wieder verschwinden. Meine ich zumindest.
Husi muss dann noch gemacht werden und dann, ja. Sauber. Das war top. Ne, das können wir noch nicht kaufen, weil das Autohaus, das kaufen wir auch noch irgendwann. Wenn wir angerufen werden, dies auch zu tun. Ja, hier bringe ich keine Autos mehr unter. Jetzt wird hier nochmal gespeichert. Torino's Last Flight. Carl, it's Woozy. I've got some information for you. Hey, Woozy, what's the business? My man found that van you were looking for by the helipad downtown. And Torino? Yep, he's there. Apparently he's about to take some merchandise and cut out by helicopter. They've already started loading boxes. Something about Torino don't add up. Holler back if you hear something. So, Torino steigt auf einem Heli-Landplatz in der Nähe in einem Helikopter. Du musst hin und ihn aufhalten. Machen wir. Jizzy ist tot, T-Bone ist tot, Ryder ist tot. Fehlt nur noch Torino. Naja, da werden wir auch noch... Naja, nein, ich möchte nicht spoilern. Okay, der ist unverwundbar. Das war Nummer 2. Ja, jetzt haben wir die Arschkarte. Fast tot erstmal, falls es jemand interessiert. So. Ich fahre mal ein bisschen weiter. Fuck. 60 Schuss haben wir damit. Sauber. Ah, das wird kompliziert. Das wird sehr kompliziert. Fuck. Das hätten wir verkackt. Jo, das hätten wir auf jeden Fall verkackt. Das lade ich nochmal neu. Na, das kriegen wir hin. Das können wir jetzt überspringen. Hallo. Hey, Woozy, what's the business? My man found that van you were looking for by the helipad downtown. Ah, ja, ist in Ordnung. Ah, sauber. Und da vorne ist die Polente, heißt, wir werden ein Fahndungslevel bekommen, ne? What is that, Italian? Jo. Natürlich. Oh, sauber. Naja, ganz ohne Polizei werden wir es auf keinen Fall hinbekommen. Ich muss in eine geeignete Position kommen, dass ich ihn wirklich auch treffe. Jo, ich glaube, das können wir auch schon wieder knicken.
Aber hier muss ich jetzt nur einmal falsch aufkommen, dann bin ich auch schon wieder tot. Yo. Nee. Strategie war gar nicht mal so schlecht. Aber nee. Ich glaube, da ist echt besser, wir knallen wirklich jeden einzelnen von diesen ekelhaften Wachen ab und probieren's dann. Carl, it's Woozy. I've got some information for you. Hey Woozy, what's the business? My man found that van you were looking for by the helipad downtown. And Torino? Yep, he's there. Apparently he's about to take some merchandise and cut out by helicopter. They've already started loading boxes. Something about Torino don't add up. Holler back if you hear something. Nehmen wir mal hier die Zuhälterkarre von Jizzy von damals. Vor allem damals. So, weil Motorrad haben wir da auf jeden Fall. Oh, oh, oh. Der Heli hat eine Schadensanzeige. Heißt, wir könnten auch so auf den Heli ballern, aber bringt das viel? Glaub eher weniger. Das ist besser, wir treffen ihn einmal richtig mit der... Habe ich wieder die Polente an der Backe. Jetzt bin ich gerade überlegen, ist es eine gute Idee, einfach drauf zu halten? Nee. So. Wow. Jo. Komm. Ja. Ha, geil, verkackt. Verkackt, verkackt. Ach komm, ne, das ist doch schon wieder scheiße. Das ist doch schon wieder eine... Irgendeine Scheiße, alles kacke. Ist doch alles scheiße, du. Und das kann ich nicht überspringen. Some information for you. Hey Woozy, what's the business? My man found that van you were looking for by the helipad downtown. And Torino? Yep, he's there. Apparently he's about to take some merchandise and cut out by helicopter. They've already started loading boxes. You want a gang home? Also das Telefonat können wir wohl doch mit Enter überspringen, wenigstens eine positive Meldung. Aber ich werde das aber heute jetzt so lange machen, bis ich es geschafft habe, weil ich habe da keinen Bock, so viele Folgen dran zu sitzen. Dann kann ich auch eine, sagen wir, eine halbe Stunde heute machen. Und dann habe ich es wenigstens fertig. Vielleicht hätte ich mir auch doch ein Sniper-Rifle holen sollen. Da fliegt er durch die... Ja! Ist klar. So, wir fahren schon mal hier schön auf die... auf den Highway. Vorne kommt er jetzt.
ich warte. Sauber. Geschafft. 18.000, ausgezeichnet, sind vorher Balkan-Torino unmöglich überlebt haben. Haha. Wie naiv man sein kann. Egal, soll kein Spoiler sein. Geschafft ist geschafft. Heißt, Woozy muss als nächstes erledigt werden, also missionshalber. Nicht die Person. Na, das war ja sehr toll. So, dann würde ich sagen, wird jetzt erstmal gespeichert und dann war es das auch für heute. 16 Minuten, ja, passt. Passt alles. So, ja, jetzt müssen wir echt die Woozy-Mission erst weitermachen. Sonst kommen keine neuen Missionen. Gut, das war's dann für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal bei Let's Play GTA San Andreas. Tschüss.